Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wir haben gedacht, also mehr ich, Christian jetzt nicht so, wir nehmen euch einfach heute mal mit und vielleicht ein bisschen übers Wochenende. Wir wollen jetzt nämlich gerade nach Niendorf fahren in einen Vogelpark. Und jetzt halten wir gerade an, weil, wartet mal, wir bei uns hier direkt die ganzen Pferde haben. Und ja, Pauli findet es halt immer total supi und wir gehen auch jeden Nachmittag immer die Pferde hier besuchen. Ja, auf jeden Fall sind wir unterwegs nach Niendorf in den Vogelpark. Wir sind gespannt. Naja, ich war kurz blind. Okay. Du bist schon cooler, wa? Bist schon cooler, ne? Eine geile Socke, ne? Ja? Oh, Scheiße. Auf jeden Fall hat Schatzi das rausgesucht. Ich hatte eigentlich Hagenbeck vorgeschlagen, aber Schatzi hat keinen Bock, heute so weit zu fahren. Ich muss mal meinen Arm ablegen. Ja, weit, aber Hamburg habe ich heute irgendwie nicht so. Ja, er wollte mir halt einreden, 90% Regenwahrscheinlichkeit. Jetzt scheint hey, die Sonne. Das stand auf meinem Telefon. 10 Minuten später, bei mir stand nur 50%. Da habe ich dann nicht mehr geguckt. Auf jeden Fall fahren wir jetzt dorthin und ja, mal schauen, wie es so wird. Wie viele Vogelarten hattest du gesagt? Zwei Vogelarten. Spatz und Strauß. Spatz und Strauß. Also die Vögel, die nicht fliegen können und Vögel, die fliegen können. Jeweils eine Art. Ein Spatz und ein Strauß. So. Auf jeden Fall sind wir gespannt. Wir düsen da jetzt hin und da werden wir euch auf jeden Fall mitnehmen. Pauli ist natürlich auch am Start, auch wenn man ihn jetzt gerade nicht hört. Aber... Er ist der Gechillte heute. Er ist heute der Gechillte. Und er ist der Müde. Er ist der Müde, aber das ist, er soll ja auch noch ein bisschen schlafen. Gut, wir düsen dann erstmal los. So, angekommen sind wir mittlerweile, also fast. Wir sind jetzt gerade noch mal in Timmendorf bei der Sparkasse und holen ein bisschen Geld. Ich rede ein bisschen verhalten, leise, weil Pauli eingeschlafen ist. Und ja, jetzt holen wir noch Geld und dann starten wir auf jeden Fall los. Das ist schon schicker, ne? Hi. Da war gerade ein Typ drin, der mit seinem Hund rauskam. Ja, der hat mit dem Hund gesprochen. Aber nicht, als wenn es ein Hund ist, sondern als wenn es sein Partner ist. Ich stand hinter so einem Automaten. Weißt du Bescheid? So wie ich sehe voll braun aus. Auf jeden Fall sind wir jetzt da. Ich gucke immer ins Display. Ich muss aber da hingucken. Ja, hier ein Haarhänger. Findest du lecker? Ja. Also Hunger? Auf jeden Fall sind wir jetzt da. Das hängt schon wieder. Und wir müssen beide Tiere pinkeln. Also wirklich Tiere pinkeln. Und wir müssen erstmal gucken. Pauli schläft noch. Wir werden jetzt gleich die Karre aufbauen und gucken, ob er weiter schläft. Und ansonsten müssen wir erstmal ein Klo suchen. Also ich muss auf jeden Fall ein Klo suchen, weil ich kann mich jetzt nicht einfach hier auf dem Parkplatz irgendwo hinstellen. Und komm so. Hose runter. Zack. Der Typ hat immer Vorschläge, ich sage euch. Auf jeden Fall suchen wir jetzt erstmal gleich ein Klo. Aber kommt uns rein. So, hat ja gut geklappt, das Kind schlafend in den Wagen zu setzen, aber okay, er hat ja schon eine Stunde geschlafen. Von daher ist jetzt Kofferraum-Umzieh-Action angesagt. Und dann werden wir los und immer noch ein Klo suchen. Um Hocke. Machst du gut. Was denn? Hasi, fahren wir Vögel angucken? Ja? Was denn? Ich weiß nicht. Sieht aber schön aus. Sieht aber schön aus. Thank you.
Was ist da los? Ja, Gackax. Hier gibt es erstmal Mittagsverpflegung. Ja. Der kleine Mann hat nämlich richtig Hunger gehabt. Aber bis jetzt ist es echt schön hier. Oder? Ja. Hat er eine gute Idee gehabt. Das sind Sekretäre. Kannte ich auch noch nicht. Was ist hier los? Ein Alarm hier gibt es ja gar nicht. Mäh. Gackackvogel. Na ja, Mama. Gackackvogel. Mäh. Mäh ist es jetzt aber auch nicht. Ja, aber Gackackvogel ist jetzt... pädagogisch nicht so wertvoll, meinst du? Nee, da hinten rennen sie rum. Mit Dreiviertelhosen. Gott sei Dank haben wir so ein unkompliziertes Kind. Ja, Gott sei Dank. Genau. Hast du Winke, Winke? Super! Kumpel, guck mal, wo dein Porsche steht. Mama hat auch schöne kleine Meise. Das ist doch keine Ente. Sag mal Mama, das ist keine Ente. Holly, der pickt dich. Holly, dann weiß ich aber, was ich mache. Holly, ich traue den Hähnchen nicht so. Die sehen so ein bisschen aggro aus. Nee, ist noch nicht alle. Ab im Mund. Muss noch mal ziehen. Komm her, Papa, dreht das mal hoch. Pass auf. Ja, warte. So, wir waren jetzt gerade essen. Warte mal. Ich weiß nicht, kann man das erkennen? So hier und dort. Du siehst ungefähr auf der Birne so aus, wie das, was ist, hier rumfliegt. Das ist, weil ich hier gerade mit Mar 5 in die Brücke rennen musste, weil er schon wieder da hinten war. Mit Kinderwagen hier. Ja. Das macht einfach auf Übung, der macht mich fertig. Tja, so ist das mit Kind. Voll früh um mit sechs. Energie. Das ist, glaube ich, auch total schön, dass sich das hier hinten in deinem Wirbel alles schenkt. Guck mal, hier. Ja, mein ja. Schatz? Also wir waren jetzt essen, haben uns tatsächlich so ein bisschen unsere Jacken ausgezogen, weil es echt warm wurde jetzt. Die Sonne hat Kraft, wenn sie rauskommt. Und jetzt stiefeln wir jetzt hier noch in Rundgang 2. Vorhin sind wir Rundgang 1 gegangen. Und ja, jetzt sind wir Rundgang 2. Das Kind dort hinten. Und nun wollen wir noch auf den Spielplatz, der wiederum... dort im Hintergrund ist. Und ja. Also wollen wir weiter zum Spielplatz? Dann haben sich eben noch ganz spontan Freunde bei uns angekündigt. Eigentlich unter der Voraussetzung, dass sie einmal zu uns kommen dürfen, weil bei denen die Heizung ausgefallen ist. Das,
Ja, lauf schnell zu Papa. Und jetzt haben sie kein heißes Wasser und keine Heizung, nichts, gar nichts. Und naja, auf jeden Fall kommen die jetzt zu uns, wollten eigentlich nur duschen und wir haben gesagt, komm, das Wetter ist so schön geworden. Lass uns doch ein bisschen grillen. Das heißt, wir müssen nachher noch Sachen zum Grillen einkaufen. Ich glaube auf diesem So. Ich wäre jetzt übrigens geradeaus weitergegangen, ne? Alter, fliegt dir bald die Ente an die Birne, wa? Du wärst jetzt geradeaus weitergegangen, ja. Während mir die Ente gegen den Kopf fliegt. Während dir die Ente gegen den Kopf fliegt. Wir sind jetzt auf dem Rückweg zu dem Auto, zu dem Auto. Und ja, also es war ganz nett. Und muss man jetzt nochmal unbedingt her? Also reicht, wenn man es jetzt einmal gesehen hat, würde ich sagen. Irgendwann nochmal mit Paul. Ja, irgendwann auf jeden Fall nochmal, aber jetzt nicht unbedingt, dass man sagt, oh Gott, ich muss da ganz bald wieder hin. Das nicht, aber es war auf jeden Fall schön, wir haben den Nachmittag gut rumbekommen und ja, jetzt geht's dann gleich ab zum Einkaufen. Oh, scheiße, bin ich. Oh Mann. Scheiße. Ich wollte das Schild für euch nochmal filmen, weil das eben so schön aussah. Haben die jetzt ja, hier? Super. Ich weiß es nicht, wie das hier gerade funktioniert. Okay, alles gut. Egal, ich fahre. Ja, wir befinden uns jetzt auf dem Weg zu Lidl wahrscheinlich. Also höchstwahrscheinlich werden wir bei Lidl einkaufen. Und was ist denn hier überhaupt mit meinen Ketten los? Weiß man auch nicht so genau, ne? Egal. Auf jeden Fall sind wir jetzt unterwegs zu Lidl, noch ein paar Grillsachen kaufen. Werden wir nachher den Rest vorbereiten. Eigentlich habe ich gedacht, wir können uns heute ganz gechillt auf die Couch werfen. Machen wir ja. Auf Terrasse. Ja, aber erstmal alles vorbereiten. Kartoffeln fertig machen und sowas. Also, ja. Ist Bescheid, ne? Nix mit entspannt Nachmittag. Da sind Kühe. Da habt ihr sie gesehen? So, zwischenzeitlich sind wir dann wieder zu Hause angekommen. Da unten ist jemand gerade sehr müde, weil er eingeschlafen ist und jetzt eben aufgewacht ist. Und jo. Jetzt, hast du das gesehen? Ja. Ausgefallen. Und jetzt muss ich da hinten gleich da irgendwo unseren Einkauf, da wo Christian vorsteht, erstmal unseren Einkauf ausräumen und dann schnell das Grillfleisch alles aufmachen und noch schnell meine Thymian-Kartoffeln vorbereiten. Und ja, in einer halben Stunde kommt dann schon unser Besuch. Von daher müssen wir uns jetzt ein bisschen dran halten. Wo ist der Staubsauger? Wo ist der Staubsauger und der Tresen? Der Little Thing. Little Thing. So, wir haben hier Spare Ribs, Hühnchen mit Paprika, Hühnchen mit Kräuter, ein paar Koteletts. Normalerweise bin ich ja eher der Freund davon, selbst einzulegen. Aber okay, das war jetzt so spontan, da hätte ich nichts mehr geschafft. Hier habe ich allerdings noch schnell ein paar Champignons gemacht. Das ist einfach Olivenöl, Knoblauch, Pulver, Salz und Thymian. Ein bisschen eingerieben, fertig auf dem Grill. Mega geil. Dann mache ich jetzt gerade noch eine Kräuterbutter. Und dazu erstmal ganz normales Toastbrot. Und Herr Schnürschuh hier meint, er möchte heute Abend wohl Cola trinken. Soho! Muss mal probieren, ich weiß nicht, aber ich glaube nicht. Zeig mal deine Schürze. Nein. Wieso nicht? Guckt euch mal den Spruch an. Wer hat dir die Schürze geschenkt? Wie kann man so doof sein? Läuft bei dir, sagst du? Warte. Voll so assi. Warte mal. Für nur Tennissocken. Du musst doch halt höher ziehen, bitte. Das ist mein Besuch. Nur mein Besuch, nicht Christian, das ist mein Besuch. Und da unten ist Sammy nicht mehr. Da ist Sammy, da! Hallo! So, meine Lieben, man sieht am Licht, dass es einfach jetzt schon mal sehr spät geworden ist. Wir haben es jetzt mittlerweile 10:45. Unser Besuch ist jetzt wirklich gerade eben just in diesem Moment aus der Tür raus. Und wir beide werden uns jetzt einfach nur noch auf die Couch flitzen, was wir ja auch schon halb machen. Und schauen jetzt noch Schlag den Star.
und melden uns bestimmt morgen wieder, weil wenn morgen wieder was passiert. Da ist der Hase vom Stuhl gefallen. Da ist der Hase vom Stuhl gefallen. Verrückt. Und ja, morgen werden wir euch dann bestimmt auch noch einmal mitnehmen. Morgen machen wir so einen Gartentag. Und ja, bis morgen. Bis morgen. Guten Morgen, ein nächster Tag. Guten Morgen. So, da sind wir wieder. Wir haben es mittlerweile, ich weiß gar nicht, kurz nach 9:15 so. Und wir sind schon seit 2 Stunden wach. Wir haben schon Frühstück gegessen. Ich habe schon Wäsche zusammengelegt. Und Christian ist auch schon seit einer Stunde fleißig im Garten. Und ja, jetzt wollen wir nachher, jetzt kommt die Sonne gerade höher, wollen dann jetzt nachher gleich Rasen mähen. Und ja, wir haben den Tag so ein bisschen geschockt gestartet. Ich muss mich mal hier ein bisschen abstützen. Pauli hat vorhin erstmal einen Abgang vom Bett gemacht. Ey, der ist so schnell, ihr glaubt das nicht. Ich habe nur kurz was ins Bad gebracht und er war die ganze Zeit in seinem Zimmer. Und plötzlich, wie es so ist, vergisst man einmal die Schlafzimmertür zu machen. Und was macht er? Ich komme rein und er springt im Körper vom Bett. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall müssen wir das dann jetzt erstmal beobachten. Also es geht ihm so schon wieder gut. Klar, er hat kurz gebrüllt, weil er sich mega erschrocken hat. Das sind ja auch nicht immer nur 15 cm, wo er runtergehüpft ist. Aber ja, ich gucke gerade nach da, weil er jetzt gerade im Bad sitzt. Und er hat eine mega Freude daran, OBs aus einer Packung zu holen und sie durch die Tür des Badezimmerschranks wieder durchzustecken. Wir haben so einen Bambusschrank und da sind so kleine Löcher. Und da steckt er grundsätzlich seine, also nicht seine, sondern meine, OBs wieder durch. Ja, also wie gesagt, Christian ist im Garten fleißig. Ich musste eben ganz kurz stoppen, weil mein Handy nicht mehr aufgenommen hat. Ich werde jetzt auch ein paar Videos noch runternehmen, dass ich ein bisschen Speicherplatz für den heutigen Tag habe. Ich will auf jeden Fall heute noch Haare färben, weil das geht gar nicht mehr. Sorry, ich gucke immer da, ich muss nach da. Und ja, auf jeden Fall werden wir uns jetzt anziehen und dann auch nach draußen zum Papi gehen. Was denn? Was denn? Papi, 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 Papi. Macht Spaß? So mäht man heute Rasen. Im Bett und Pauli macht meistens halt so einen Vormittagsschlaf, bevor er Mittag isst halt. Darum Vormittagsschlaf. Und es ist so heiß, es ist so geil. Ich werde jetzt Mittag vorbereiten. Wir essen heute Spargel und ich werde das alles hier draußen machen. Und Schatzi ist auch ganz fleißig, hat alles schon gemäht. Kurze Pause eingelegt, weil ja jetzt Pauli pennt. Und ja, jetzt wuselt er gerade an unserer Treppe rum, weil die so ein bisschen abgesackt ist. Und ja, also. Nur weil das Kind schläft, haben die Eltern jetzt keine Pause. Mm-mm. Alles vorbereitet, es kocht alles und ist so gut wie fertig. Und jetzt habe ich mir einfach mal 5 Minuten genehmigt und habe mich jetzt kurz in die Sonne gesetzt. Oh, ich musste mir jetzt auch echt nur eine kurze Hose anziehen, es ist echt so warm geworden. Und allerdings habe ich voll das schlechte Gewissen, weil Christian jetzt gerade noch den Rest unten näht. Und weiß ich nicht, ich finde immer so, die Alte sitzt hier und der Fanny macht. Aber ja. Er könnte sich ja auch kurz hinsetzen und Päuschen machen, aber macht er ja immer nicht. Und von daher werde ich jetzt ganz kurz
5 Minuten die Sonne in die Nase halten. Die Sonne in die Nase halten? Mhm. Wahrscheinlich sollte ich schon aus der Sonne rausgehen, weil es war wohl schon zu viel. So, wir haben jetzt gerade Mittag gegessen. Ja. Hat's dir geschmeckt, Pauli? Weißt nicht? Mhm. So, so. Er naschelt nämlich gerade noch die Birne. Und der Papi haut schon wieder ab. Und ist schon wieder fleißig. Mann, 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 Mann. Super. Schön langsam. Genau. Und einen noch. Und Lückam. Sieht immer so schön aus, wenn es frisch gemäht ist. War der Papi sehr fleißig. Und jetzt wollen wir, ich habe so eine Tonkugeln mit Sternen so ausgestanzt. Und die würde ich ganz gerne weiß besprühen. Nee. Papa, ich bin doch schon groß. Ja, ja. Was denn? Machst du vorsichtig? Super. Huch, fliegt Mama hier nebenbei ins Loch. Komm. So, und Pauli. Zwar... Ach, Hugo. Hallo, Hugi. Wir haben uns... Man sieht da einen Plüschkopf. Wir haben uns jetzt nochmal umentschlossen, das hier unterm Schuppen zu machen. Weil der Herr sagte, das ist nicht so gut, wenn man es in der Sonne macht. Und Pauli ist auch am Start. Ich auch mit meinen Chicken Latschen. Geh ganz langsam, ne? So, die Kugeln sind fertig. Aber als erstes wollte ich euch nochmal jemanden zeigen, der hier total K.O. ist. Hesi, bist du K.O.? Ich habe ja auch die ganze Zeit von morgens bis abends nur auf dem Acker unterwegs ist. Ne? So. So sehen sie jetzt aus. Das hier nervt mich wie Sau, ne? Filmst du gerade schon wieder? Ja. Warte, komm mal her. Wie er die Pusteblume zerdeppert. So, ja. Nein, ich filme dich nicht. Willst du mal hier kurz Kontrolle? Ich gucke, ja. Ich will einfach nur das Video jetzt beenden, weil wir jetzt wirklich ein bisschen K.O., glaube ich, gleich sein werden, wollte ich sagen. Wenn wir jetzt nämlich reinkommen, was habe ich hier an diesem Fleck auf der Kamera? Was machst du da? Und ja, wir werden jetzt nur noch Abendbrot nachher vorbereiten. Und Pauli wird auf jeden Fall baden gehen. Und wir auch alle. Und nee, Mama bringen. Ja, darum beenden wir das Video jetzt schon einmal, dass wir uns nachher einfach nur noch auf die Couch chillen können. Und wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Danke ich mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.